Auf den schwierigen Weg zur unternehmerfreundlichen Verwaltung haben sich Professor Dr. Jürgen Stember und Mandy Ebers vom Fachbereich Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz gemacht. In Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer Magdeburg erarbeiteten Studentinnen und Studenten eine Studie zur nötigen Serviceoffensive der Verwaltungen in Sachsen-Anhalt. Im Rahmen des Projektseminars wurden zunächst Unternehmen und Verwaltungen quantitativ befragt. Im Anschluss betrachteten die Studentinnen und Studenten beide Seiten, also Unternehmen sowie Verwaltung, um ein repräsentatives Bild zu erhalten. Zum einen monieren die Unternehmen aufgrund einer groß angelegten Unternehmensbefragung wesentliche Aspekte der Dienstleistungsgestaltung in der Verwaltung. Das betrifft zum einen natürlich die Form, die Umsetzungsform der Dienstleistung, zum einen als auch zum anderen natürlich auch die Inhalte. Die zweite Erkenntnis ist, dass die Verwaltungen sich eigentlich noch nicht zu diesem Thema angenommen haben. Wie kann ich Bürokratie abbauen? Wie steht die Zielgruppe oder beziehungsweise die Adressatengruppe überhaupt dem gegenüber? Und die dritte Erkenntnis ist, das würde ich mal auch als Erkenntnis haben, dass wir einen umfangreichen Handlungskatalog entwickelt haben oder einen Vorschlagskatalog, wie man die Verwaltung besser machen kann. Da sich der Verwaltungsapparat an politischen Entscheidungen orientiert und diese umsetzt, liegt der besondere Fokus auf der gemeinsamen Erarbeitung von Möglichkeiten. Brauchen wir alle diese Vorgaben? Müssen wir diese Standards so setzen, was die Verwaltung ja letztendlich umsetzen muss? Das ist die eine Seite, wo Politik in erster Linie gefordert ist. Und die zweite Seite ist, wo eher die Verwaltung in der operativen Umsetzung gefordert sind. Wie gestalte ich da die Dienstleistungen? Wie kann ich durch Digitalisierung, durch Kooperation, aber eben auch durch den Einsatz eines Qualitätsmanagements zum Beispiel auch die Dienstleistungen besser gestalten, dass sie optimal für die Unternehmen sind? In der IHK wird die Sicht geteilt, dass Sachsen-Anhalt mit dem Ziel des mittelstandfreundlichsten Bundeslandes auf eine unternehmensfreundliche Verwaltung angewiesen ist. André Rummel, Hauptgeschäftsführer, will die Ergebnisse der Studie mit in die Politik nehmen. Mit der Verwaltung werden wir diese Ergebnisse der Studie und auch die Handlungsempfehlungen, die daraus entstanden sind, werden wir thematisieren. Wir werden die besprechen, denn ich bin überzeugt, dass wir hier gemeinsam in kleinen Schritten vorankommen können. Eine davon ist das Thema Bürokratieabbau. Und diese inhaltliche Diskussion wollen wir also mit der Verwaltung stets und ständig führen. Das machen wir bereits, aber mit dem Rückenwind der Studie, denke ich, können wir da nochmal neu aufsetzen. Ein weiteres Ergebnis ist ja das Thema Austausch und Kommunikation als Handlungsempfehlungen. Da sind wir bereits auf einem guten Weg, weil wir viele Formate haben im Bereich der IHK Magdeburg, wo wir sozusagen mit Verwaltung im Gespräch sind, wo wir uns austauschen. Bürokratie ist eine Abschreckung bei der Übergabe und Weiterführung gerade kleiner Handwerksbetriebe. Fasst Burkhardt Gruppe die Situation für viele Unternehmen zusammen, die in den nächsten Jahren Nachfolger für die Unternehmensleitung suchen. Da kommt die Studie sehr gelegen. Und wir müssen dieses Thema befeuern und das zeigt auch nochmal, wie viel dort auch noch zu machen ist. Und deswegen ist es wichtig, auch mal eine solche Studie nochmal zu haben, die hier wieder Bewegung reinbringt, denn das brauchen wir unbedingt. Wir sind der Praxispartner und wir müssen das natürlich jetzt an die Politik herantragen, damit hier entsprechend gehandelt wird, aber auch an Städte und Gemeindebund, Landkreistag, damit hier jetzt wirklich tatsächlich mal gehandelt wird, weil diese Bürokratie, die bremst uns alle ein.